Danke für die Einladung. Peter Mechiot hat zu mir gesagt, ich darf über alles reden, nur nicht über 35 Minuten. Das werde ich jetzt natürlich weidlich ausnützen. Das Kapitel 1 von meinem Vortrag hat die Frau Kahn schon vorweggenommen. Das ist jetzt schon erledigt. Das Kapitel 2 der Helmut Stemmer. Also wir brauchen jetzt eigentlich nur mehr über das Thema vernetzt sprechen. Die Barbara hat gesagt, ich ändere meine Titel laufend. Das ist eine ganz falsche. Ich habe mir eigentlich heute beim Herfahren gedacht, ich werde es nennen 50 Jahre Audiokassette, weil das wäre passend für heute. Heute ist soweit. Und weil wir jetzt nur Zeit haben für Anekdoten, weil die zwei Kapitel ja schon erledigt sind. Also beim Herfahren, was mir am besten gefallen hat, war das Wahlplakat vom Hans-Christian Strache, wo steht, liebe deinen Nächsten. Und direkt daneben war der Josef Buch. Also das war wirklich schön. Das ist versteckter Numerus Clausus für meinen Vortrag. Also wenn Sie die Folie aushalten, dann halten Sie auch den Rest aus. Das ist ein bisschen zum Nachdenken. Ich selber komme aus Niederösterreich. Das ist dieses große Land weit oben. Ein bisschen weniger bunt als Kärnten. Bin dort tätig an der PH Niederösterreich und dort zuständig für die Fort- und Weiterbildung, für die Pflichtschulen, für den Campus Melk, für ELSA, für den Lehrgang E-Learning, für Mathematik Digital und einiges andere auch. Und weil ich ja in diesen ganzen Arbeitsgruppen auch tätig bin, wie der NMS E-Learning Steuergruppe, der ELSA Gruppe und so weiter, bin ich jetzt eingeladen worden, hier eine kurze Übersicht zu geben. Es stimmt, der ursprüngliche Titel hat gelautet: Kein Kind ohne digitale Kompetenzen. Darüber habe ich noch einmal ein bisschen nachgedacht und das Ganze in drei Kapitel und eine Ergänzung gegliedert, also das Kapitel Lernen, digital und vernetzt und die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen möchte, zu dem Thema Lernen. Dieser Mann ist bekannt geworden aufgrund von einem Unfall. Das ist der Herr Phineas Gage, war Vorarbeiter bei der amerikanischen Eisenbahngesellschaft und war da zuständig für die Sprengarbeiten. Das heißt also, er war dafür verantwortlich, dass die Löcher tief genug gebohrt worden sind, dort dann das Schwarzpulver hineingekommen ist und mit einer Eisenstange dann nachgestopft worden ist, dieses Schwarzpulver. Und 1848 hat sich ein denkwürdiger Unfall ergeben. Dieses Schwarzpulver ist zu früh explodiert und diese Eisenstange ist, man sieht es hier an seinem Gesicht, schräg durch seinen Kopf durchgegangen. Berühmt ist er deswegen geworden, weil er das überlebt hat und weil er die ganze Zeit ansprechbar war und auch danach noch ein kurzes, sehr intensives Leben geführt hat. Und er war so eine erste Idee für die Neurodidaktik oder Neurowissenschaften, weil bei ihm der präfrontale Kortex zerstört war. Und der Phineas Gage war vorher sehr bekannt dafür, dass er sehr freundlich war und besonnen und sehr umgänglich. Und dieser Unfall hat bewirkt, dass er eigentlich keine geistigen Einschränkungen hatte. Er wusste nachher genau die gleichen Tätigkeiten, konnte er durchführen wie vorher. Er war intellektuell in keiner Weise eingeschränkt, aber er ist völlig willkürlich geworden. Er hat keine Handlungsplanung mehr durchführen können. Er hat keine Entscheidungsfindung durchführen können und ist sehr sprunghaft geworden. Er hat auch eine kurze Ehe geführt, aber die hat auch nicht sehr lange gehalten, weil das mit seiner Persönlichkeitsstörung einfach nicht kompatibel war. Was man da sieht, ist dieses Foto von Phineas Gage mit dieser Eisenstange. Und ich erzähle Ihnen das deswegen, weil so das die Grundlage war für die Neurowissenschaften und für die Neurodidaktik und das eben momentan sehr in Diskussion ist. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, Manfred Spitzer. Und das, was Sie hier sehen, ist so ein Abbild von einer funktionellen Magnetresonanztomographie. Das heißt also, die Personen werden in einen Tomographen hineingelegt und dann werden die Effekte, die zu messen versucht werden, oftmals wiederholt. Das heißt also, das wird auch nicht nur einmal durchgeführt, sondern sehr oft hintereinander. Und deshalb bekommt man dann bestimmte Bilder. Und mit diesen Versuchen von der Neurowissenschaft versucht man auch, den Lernen auf die Spur zu kommen. Und da gibt es natürlich gewisse Schwierigkeiten. Also die Neurowissenschaftler machen keine genauen Ausführungen und Aussagen, wie das Lernen jetzt wirklich
das Setting funktionieren muss, weil ihnen das einfach viel zu gewagt ist. Wir wissen, Lernen ist ein hochkomplizierter und komplexer Prozess mit vielen, vielen Faktoren, die beeinflussen und die das Ganze bestimmen und auch individuell sehr verschieden. Und ein ernstzunehmender Wissenschaftler kann daraus schwer Schlüsse ziehen. Das heißt also, wenn jetzt Neurodidaktiker daraus Schlüsse ziehen, dass man digitale Medien zum Beispiel überhaupt nicht einsetzen soll oder im anderen Extrem nur digitale Medien einsetzen sollen, dann ist hier eine große argumentative Lücke, die da drinnen besteht. Und da behilft man sich natürlich sehr gerne bei anderen Lerntheorien wie Konstruktivismus, Konnektivismus und so weiter und so fort. Und darum ist ja sehr interessant, weil es in der Neurodidaktik so viele verschiedene Ansichten gibt. Also es gibt diese eine Extremposition zu den digitalen Medien, wo es heißt, möglichst gar nicht einsetzen. Dann einen Gerald Hütter, der eher eine konstruktivistische Sicht auf das Ganze hat und sagt, ja, mit Maß und Ziel ist das sehr wohl sehr interessant. Und dann Standard vom Samstag, Martin Korte von der Universität Braunschweig, dass ich einen sehr interessanten Beitrag gefunden habe, der sagt, bei manchen Tätigkeiten mit dem Internet wird im Gegenteil der präfrontale Kortex sogar sehr stark gefördert und bringt sogar Vorteile. Und man soll das Kind nicht hier mit dem, das Bad nicht mit dem Kind ausschütten, sondern hier Schwerpunkte setzen und maßvoll und gezielt das Ganze einsetzen. Das heißt also, mit der Neurodidaktik alleine ist es nicht getan. Wie sieht das jetzt mit dem Lernen aus? Also wir haben, und das zeichnet sich ab, eine Leitmedientransformation. Die Frau Kahn hat es schon kurz angesprochen. Es hat mehrere Kulturen gegeben, wie die körperbezogene Kultur, dann ist der Zeitraum der Sprache gekommen und waren die Sprachen die Leitmedien, dann skriptografische Kulturen, also es wurde geschrieben, dann die typografischen Kulturen, das heißt also mit der Erfindung des Buchdruckers und jetzt kommt diese digitale Netzkultur. Das Interessante an diesen unterschiedlichen Schritten ist, dass immer die nächste Kultur an der vorigen aufbaut und die eine nicht das andere ersetzt. Das heißt also, wenn man heute von einer digitalen Netzkultur spricht, dann heißt das nicht, dass das die typografische Kultur zur Gänze ablösen wird, sondern im Gegenteil, Hans-Magnus Enzensberger sagte, eine neue Technologie präsentiert sich am Anfang immer wieder so, wie die alte zuvor war. Also die E-Books schauen nicht zufällig so aus wie Bücher, sondern hier folgt erst schon langsam die Transformation und dann geht es in eine andere Kultur über. Also ein großer Schritt, eine große Veränderung. Leitmedienwechsel sagt man auch dazu. Wechsel klingt so ein bisschen wie bei Ölwechsel, also ich tausche das Öl aus und fahre dann weiter. Transformation ist da der bessere Begriff, weil das heißt, in meinen ganzen Fähigkeiten, Fertigkeiten, in meinen ganzen Grundhaltungen wird das verändert. Also ein sehr, sehr großer Wandel, der auf die Schule trifft. Und das bedeutet auch, dass das zu einer Krise der Institutionen führen kann. Ich habe hier noch ganz kurz ein paar Zahlen, die das vielleicht unterstreichen. Das ist von der CIM-Studie 2010 aus Deutschland und Sie sehen hier, es gibt ja sehr oft die Befürchtungen, naja, wenn die Kinder nur im Internet sind, dann lesen sie ja nichts mehr. Man sieht hier, dass dem Ganzen nicht so ist und zwar aus dem Jahr 2004 bis 2010. Die Summe aus Bücher, Tageszeitungen und Zeitschriften, Magazinen hat eigentlich nicht abgenommen, aber das Lesen im Internet ist rasant gestiegen. Also das ist eigentlich sogar dazugekommen. Ergänzen sollte man dazu natürlich, das Lesen im Internet ist ein völlig anderes als das in einem Buch. Was hier sehr spannend ist, an zwei Ecken, wie ich finde, die untere Ecke, das Lesen an sich ändert sich. Also Tageszeitungen, Bücher und Magazine, das lese ich jetzt nicht mehr auf totem Holz, sondern wirklich mit E-Books zum Beispiel oder mit Tablets und da kommen die digitalen Medien rein und was auf der anderen Seite oben auch sehr spannend ist, das Fernsehen wird immer mehr abgelöst als Informationsmedium vom Internet. Jetzt könnte man sagen, ja, ist so, informieren sich heute die Leute mehr übers Internet und weniger übers Fernsehen. Das ist aber gesellschaftspolitisch gar nicht so ohne. Man kann stehen zum ORF, wie man möchte, aber der ORF hat zumindest den Anspruch an eine objektive Berichterstattung, an die Möglichkeit einer Darstellung der gesamten Wirklichkeit. Wenn ich mich jetzt im Internet informiere über Twitter, über Facebook und über andere digitale Medien, dann selektiere ich schon im Vorhinein
die Informationen, die ich später bekomme. Das heißt also, diese Segmentierung der Wirklichkeit kann dazu führen, dass Radikalismen eigentlich sogar nur gefördert und fortgeführt werden. Erfahrungsbasiertes Lernen war die Grundlage, damit hat es begonnen, bevor es die Schule gegeben hat. Also wir haben gelernt durch Versuch und Irrtum, die Kinder sind mitgegangen mit den Erwachsenen und haben dadurch gelernt. Dann der Schritt 2 war dieses wissensbasierte Lernen mit allem dem, was dazugehört, also Schule als Institution, der Lehrer, Unterricht, Lehrpläne und so weiter und so fort. Und jetzt kommt das Ganze doch in einen großen in eine große Konkurrenz, diese Institution Schule. Lernen wir plötzlich informell. Lernen ist kein Ort mehr, sondern Lernen ist eine Aktivität, die überall passieren kann, die ortsunabhängig ist und die zeitunabhängig ist. Der John Erpenbeck hat einmal gesagt, man merkt sich so circa 6% von Fortbildungen, also erschreckend wenig. Das sind jetzt 50 Folien, also ich würde sagen, das wären dann genau 3 Folien, die Sie sich merken sollen, das ist eine davon. Also das ist die erste. Die Zahlen sind vom Andreas Schleicher von OECD und da sieht man sehr gut, wie sie das Lernen und diese Anforderungen ändern an die Lernenden und an die Gesellschaft und an die Arbeitnehmer. Und zwar sieht man hier, dass sie von den 1960er Jahren bis 2002 die Handarbeiten, also Arbeiten, die manuell durchgeführt wurden, radikal zurückgegangen sind. Genauso wie diese Handarbeiten, die nicht Routine sind, und dieser hellgelbe Balken, Routine Cognitive, auch sehr stark abgenommen hat. Ist auch verständlich, durch die digitalen Medien wird alles automatisiert, was man automatisieren kann, und diese Arten der Tätigkeiten nehmen sehr, sehr stark ab. Gleichzeitig steigt alles, was Non-Routine Analytik ist, also der Tischler, der früher gezimmert hat, der programmiert jetzt den Computer und muss das nicht routinemäßig machen, wenn er umgelernt hat. Und was für uns natürlich noch viel wichtiger ist, Non-Routine Interactive, also Interaktion, Kooperation, Kollaboration wären jetzt eigentlich meine 3 Worte für die Schule 2020. Das nimmt rasant zu. Das heißt also, wenn wir unsere Kinder vorbereiten wollen auf ein Berufsleben, das Kollaboration und Kooperation haben möchte, dann ist die Frage, ob die Schule, so wie sie heute ist, auch dafür geschaffen ist und ob wir das auch berücksichtigen bei unserer Leistungsmessung zum Beispiel und bei anderen. Ja, die Zahl erschreckt mich immer ein bisschen. Die Kinder, die Sie unterrichten, gehen 2075 in Pension. Das heißt also, Sie bereiten Ihre Kinder auf Berufe vor, die es noch gar nicht gibt und die man oft gar nicht aussprechen kann. Und der ich noch einmal eine Metaebene drüber bin, also an den pädagogischen Hochschulen, wir bereiten die Lehrer vor, die Kinder darauf vorbereiten. Da ist man beim Jahr 2111 und dann ist sowieso jede Hoffnung vergeben. Jetzt hat es eine Übersicht gegeben, welche Kompetenzen braucht ein Kind im 21. Jahrhundert. Also Technologiekompetenz, Informationskompetenz, Informationen beschaffen, Medienkreativität, also nicht nur abarbeiten und damit arbeiten, sondern auch kreativ gestalten, globale Kompetenz und verantwortungsvoller Umgang mit diesen Kompetenzen. Jetzt hat der Marc Brenzky ja diesen schönen Ausdruck geprägt von den Digital Natives und von den Digital Immigrants. Also sie sind die Digital Immigrants und die Digital Natives ist da meine Tochter, die da im Ars Electronica Center werkt. Wenn das denn stimmen sollte, also das heißt, Digital Natives zur Erklärung sind alle nach 1990 geboren, die mit Kassetten eh schon gar nichts mehr anfangen können und die mit digitalen Medien aufgewachsen sind und denen das völlig selbstverständlich ist. Wäre es denn so, also dass die irgendwo weit, weit oben sind und wir auf der anderen Seite die Digital Immigrants, die ein bisschen hoffnungslos dem Ganzen zuschauen, den Ganzen treiben und denken, was stellen die schon wieder an und was kann der da jetzt mit seinem Handy nicht alles Tolles machen, dann wäre es ja relativ einfach, weil dann bräuchten wir unseren Kindern in der Schule ja diesen ersten 4 Punkte gar nicht mehr beibringen und wir bräuchten uns nur mehr um diesen verantwortungsvollen Umgang kümmern und alles andere wird sich von selber geben und da dazwischen dieser Digital Divide.
Der Begriff der Digital Immigrants wird gerne missbräuchlich verwendet. Also er stimmt so in dieser Pauschalität auf keinen Fall. Was ich sehr oft sehe und was jetzt auch beim DigiCheck, wo wir dann drauf zum Reden kommen, herauskommt, ist, dass die Anwendungskompetenzen nicht altersabhängig sind. Das heißt also, ob jemand mit dem Computer umgehen kann oder nicht, die Anwendungskompetenzen hängen nicht unbedingt vom Alter ab. Was mir sehr wohl auffällt, ist, dass die Studenten in der Ausbildung mit viel mehr Gleichgültigkeit den digitalen Geräten herantreten und sagen, ja, probieren wir es heute mal, wenn es nicht geht. Und hier die Reserviertheit bei den Digital Immigrants sehr viel größer ist. Also es ist eigentlich keine Frage der Anwendungskompetenzen, sondern der Haltung diesen digitalen Geräten gegenüber. Ja, und in diesem Spannungsfeld, also brauche ich überhaupt einen Lehrer, wenn ich Google habe? Andererseits, wir sind kein Gadget, da bewegen wir uns. Gut, digital. Servus, ich darf auf die Zeit schauen. Kurzer geschichtlicher Abriss, Beginn des E-Learnings war 1588. Das war der Herr Ramelli, der den Bücherbrowser erfunden hat. Dem war es einfach ein bisschen zu blöd, dass immer zwischen den Büchern hin und her hat laufen müssen. Und darum hat er, um die Vorteile zu schaffen, das Multitasking, diese Scheibe, erstellt und da verschiedene Bücher draufgelegt und hat hier von einem Buch zum anderen surfen können, also der erste Browser der Geschichte. Als Ergänzung dazu, man weiß nicht genau, ob es wirklich jemals gebaut worden ist. Im Jahr 1900 hat sich der Herr Coates die Zukunft vorgestellt und hat verschiedene Bilder dazu gemalt. Die Zukunft der Schule hat er genau erraten, also so schaut es im Jahr 2000 in der Schule aus, nach seiner Ansicht. Sie sehen hier also eine Lernplattform, dann der Lehrer, der Content hineinstopft und dann gibt es noch mittleres Management, also das sind die, die da kurbeln und das antreiben und somit gelangt das Wissen dann in die Köpfe. Jetzt ist die Frage, warum sollen wir uns mit digitalen Medien auseinandersetzen? Das Time Magazine kürt jedes Jahr eine Person des Jahres. Es wird vielleicht auch an Ihnen vorbeigegangen sein, aber im Jahr 2006 waren das Sie. Wir alle nämlich, das war so der Beginn des Web 2.0 und das hat das Time Magazine, diese plötzliche Interaktivität, genutzt und gesagt, jetzt wir alle sind nicht mehr nur Konsumenten, sondern auch Produzenten. Dann im Jahr 2011 war die Person des Jahres der Mark Zuckerberg oder Zuckerberg. War damals heiß diskutiert, weil der Herr Assange hätte auch gute Chancen gehabt. Das war gerade damals eigentlich unglaublich, was er geschafft hat. Von, ja, ich glaube 2005 oder so ist gegründet worden und jetzt haben wir schon relativ viele Nutzer. Und im Jahr 2012 waren es die Demonstranten beim Arabischen Frühling, die auf dem Time Magazine oben waren. Warum zeige ich Ihnen das? Es gibt meiner Meinung nach eine faszinierende Grafik zu Facebook, also Facebook kurz gefasst, und das erklärt es auch sehr gut, warum wir uns mit digitalen Medien auseinandersetzen müssen. Also zurzeit hat Facebook 1,11 Milliarden User, man ist gerade zu einem Top und jetzt geht es wieder ein bisschen bergab, was ich so höre, also die wirklich trendigen Leute sind ja nicht mehr auf Facebook, sondern bei WhatsApp oder Ähnlichem. Und diese Grafik zeigt eigentlich sehr gut, wie die Verteilung ist, also wo es große Dichter gibt an Usern und wie auch die Vernetzung ausschaut. Und da sieht man neben Europa natürlich Nordamerika, Südamerika zum Teil, Indien, sieht man ziemlich genau die Grenzen, das finde ich sehr spannend. Und dann aber auch, was wir immer sehr stark unterschätzen, der Ferne Osten. 1,11 Milliarden Menschen sind in Facebook. Also damit sollten wir uns auseinandersetzen. Unsere Kinder sind auch dort, teilweise schon in der Volksschule. Und zu diesen 1,11 Milliarden Usern kommen jetzt nur 300 Millionen, die in China das soziale Netzwerk nutzen, weil Facebook ja dort nicht erlaubt ist. Dann gibt es nur Twitter und Google Plus, also eine unglaubliche manipulative Kraft, die hier vertreten ist. Also die Kinder sind schon dort und wir sollten uns damit auseinandersetzen. Und der Peter Baumgartner hat da immer ein sehr gutes Bild, Peter Baumgartner von der Donau-Uni Krems. Er sagt, die Schwierigkeit bei dieser Auseinandersetzung mit diesen digitalen Medien sind diese drei Bereiche. Es gibt weiße Bereiche, also das Gute im Internet, das sollen wir den Kindern zeigen.
Es gibt schwarze Bereiche im Internet. Da sollen wir die Kinder darauf bewusst machen, welche Probleme das geben kann. Cybermobbing, NSA und so weiter und so fort. Und dann gibt es graue Bereiche, wo man eben nicht genau weiß, ist das jetzt eher gefährlich oder nutze ich nicht doch die Vorteile und verwende ich es nicht doch. Und die Schwierigkeit ist ja die, dass man jetzt nicht einzelne Tools nehmen kann und sagen, du bist weiß und du bist schwarz und du bist grau und ich zeige dir nur die weißen oder nur die grauen. Sondern Google liegt quer durch, Facebook liegt quer durch. Ohne Facebook hätte es den arabischen Frühling nicht gegeben, gleichzeitig Cybermobbing ist klassischerweise auf Facebook. Das wollte ich Ihnen auch noch ganz kurz zeigen. Facebook Stories heißt die Seite. Man denkt immer jetzt mit den digitalen Medien und mit Social Networks hat man jetzt völlig neue Möglichkeiten, sich mit Freunden zu vernetzen und man ist global vernetzt. Die Wirklichkeit ist, es ist eine Fortführung von den bestehenden sozialen Netzwerken. Also eine Transzendierung auf Digitalität, ohne dass jetzt die Neuigkeit völlig genutzt wird. Und das ist, sieht man das ja anschaulich. Also Österreich ist da am besten vernetzt mit Deutschland, wenig überraschend, aber an zweiter Stelle dann bereits Bosnien-Herzegowina, wo es eben sehr viele Einwanderer gibt, Serbien, Schweiz und Ungarn. Und dann Großbritannien zum Beispiel, wenn man anklickt, ist wirklich spannend, weil die ganzen grauen Kolonien dann in der Folge sind. So, eine von meinen Lieblingsfolien. Einige Zahlen, Daten und Fakten dazu. Also eine von 8 Hochzeiten in den USA wurde über das Internet angebahnt. Bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen sind schon 1 von 4. In den USA ist es auch durchaus Standard, dass dann die Hochzeit gleich bei McDonald's gefeiert wird. Wäre Facebook ein Land, so wäre es das größte Land weltweit. 2010 wurden 40 Exabyte an Daten erzeugt. Das ist eine Zahl mit 18 Nullen, also 40 mal 10 hoch 18. Google beantwortet 2 Millionen Suchanfragen pro Minute. Ist die Frage, wer das früher beantwortet hat, ob das die Schwiegermama war oder die Oma oder sonst irgendwer. Auf YouTube werden täglich 65.000 neue Videos hochgeladen. Also Lebensweltargument sieht man schon, das schlagt sehr stark. Und jetzt sehr spannend die letzten 2 Punkte. Studien belegen, dass die Wikipedia exakter ist als die Enzyklopädie Britannica und 14% Vertrauen der Werbung und 78% Benutzerbewertungen. Finde ich deswegen spannend, weil es in der Pauschalität einfach nicht stimmt. Also die Wikipedia ist sicher exakter bei Artikeln, die täglich 2000 Mal besucht werden und mit vielen, vielen Redakteuren überarbeitet werden und wo innerhalb von Sekunden Fehler kommen. Es gibt aber in Wikipedia Artikel über Orchideenzüchter in Madagaskar, wo der Autor wahrscheinlich der Orchideenzüchter selber ist und über die Qualität, darüber kann man diskutieren. Und das Letzte, das ist halt schon praktisch, wenn man sich einen Kugelschreiber kauft bei Amazon und dann schaut man mal runter, na, welche Bewertungen gibt es denn dazu und ist das für mich relevant und daraus ziehe ich dann meine Schlüsse. Das habe ich mal Studenten gezeigt, genau diese Folie und daraufhin und habe gesagt, naja, es ist sehr praktisch bei Amazon und natürlich noch viel praktischer bei Holiday Check, wenn ich mal reinschaue, wie mein Hotel ausschaut und wie der Pool ausschaut und wie groß die Kakerlaken sind und so weiter. Und eine Studentin hat dann gesagt, ja, das habe ich mal gemacht. Ich habe mal ein halbes Jahr lang Hotelbewertungen geschrieben. Also nicht, dass dort gewesen wäre, sondern sie hat Hotelbewertungen geschrieben. Und hat gesagt, naja, das muss dann eher eine langweilige Geschichte sein. Und hat gesagt, na, langweilig schon, aber guter Verdienst auch. Das heißt also, das ist durchaus bewusst, dass das Image von den Hotels zerstören kann und oder in andererseits fördern kann. Sie hat auch gesagt, man muss immer so 1, 2 Sachen hinschreiben, die dann nicht so super sind, sonst ist es unglaublich. Ja. So, nächste. Noch einmal Jim-Studie, diesmal aus dem Jahr 2011. Da sieht man diese Durchdrängung mit den digitalen Medien. Vor einigen Jahren haben wir gesagt an unserer Schule, naja, geben wir die Hausübung per E-Mail ab, lassen wir das machen. Der Kollege hat gesagt, das kannst du nicht machen, unglaublich, das geht nicht, es hat kein Internet zu Hause, geschweige denn überhaupt einen Computer. Ja, schaut völlig anders aus. Also ein Computer, Laptop haben wir Durchdrängung mit 100%, Handy mit 99%, Fernseher ist schon nur mehr an dritter Stelle mit 99%. Die Zahlen sind noch schlimmer. Durchschnittlich 4 Handys pro Haushalt, durchschnittlich 2,7 Computer pro Haushalt, durchschnittlich 1,6 Internetzugänge. Jetzt denkt man sich früher, naja, entweder ich habe einen Internetzugang oder nicht, aber nicht 1,6. Durch die Smartphones, durch die Tablets und so weiter hat man da sehr schnell mehr. So, und ohne dass ich Sie beleidigen möchte jetzt, aber das kennen Sie noch alle, das Videokassette. Ja,
Vor einigen Jahren ist da ganz unten noch irgendwo gestanden, die Videokassette. Mittlerweile ist sie überhaupt schon draußen. Meine Tochter hat das letztens gefunden und hat mir gefragt, was das eigentlich ist. Ich habe gesagt, da sind Filme drauf. Sie hat so drauf gedruckt, hat gesagt, das geht nicht. So, damit ist nicht umsonst ja das. Also ich mache immer eine qualitative Längsschnittstudie auch und das mache ich mit zwei Kindern, die eine ist 4, die andere 9, zufällig sind es meine Töchter. Das ist das Telefon von meinem Vater, das war bis vor 25 Jahren in Betrieb und man sieht, wie schnell sie das jetzt eigentlich, also wie radikal hier der Wandel ist. Wiederum meine Tochter, ja, wie kann ich denn da wählen? Das habe ich ihr dann gezeigt, also Finger rein und so. Zweite Frage, und wie kann ich Nummern speichern? Also Sie sehen, der Wandel ist hier sehr, sehr radikal. Vielleicht nur ganz eine kurze Geschichte dazu. Auch Tatsache, eine Kollegin hat gesagt, der Schulklasse, sie sollen doch bitte speichern und dazu sollen sie auf das Diskettensymbol klicken. Office, naja, die Digital Natives kennen keine Disketten mehr. Also das, sie kennen das noch, da hat man drauf speichern können, 1,44 Megabyte, also auch das ist eigentlich Geschichte. Und das habe ich Ihnen nur deswegen gezeigt, weil Sie damit sehen, wie radikal eigentlich dieser Wandel ist und wie schnell das ist. Und wir sind sozialisiert worden mit diesen Geräten. Und das Telefon steht im Kinderzimmer und wenn der Hörer daneben liegt, dann gehe ich immer noch hin, instinktiv, weil ich es so gelernt habe und legen darf, weil ich glaube, es sind Stimmkosten. So, das waren viele Zahlen, Daten und Fakten. Das ist ein sehr persönlicher Zugang von mir. Also wie gesagt, meine kleinere Tochter ist 4, damals war es 3. Straßen, Kreiden malen in der Hauseinfahrt und sie hat da verschiedenste Kunstwerke gemalt, also Schmetterlinge, Häuser und so weiter und so fort. Das war dann die Kunstbetrachtung, wo ich gefragt habe, und was ist das? Und mit einer Selbstverständlichkeit, wie es nur eine Dreijährige sagen kann, hat sie gesagt, das ist ein SMS. Also, wenn Sie nicht wissen, wie SMS ausschaut, so schaut es aus. Sie sehen also, unsere Lebenswelt ist völlig durchdrungen. Also das ist ein wichtiges Argument. Das zweite Argument, das ich vorbringen möchte, damit man digitale Medien einsetzt, ist das Wechselwirkungsargument. Das heißt also, durch Einsatz von digitalen Medien kann ich auch meinen Unterricht revolutionieren und kann auch neue Sichtweisen heranbringen und digitale Medien fördern das. Sie erzwingen es nicht. Ich kann mit digitalen Medien auch weiterhin einen sehr starken Frontalunterricht durchführen, aber es besteht doch die Möglichkeit, dass ich eine konstruktivistischere Sichtweise einschlage. Methodenvielfaltsargument. Also ich finde es sehr wichtig, dass man jetzt nicht sagt, jetzt mache ich alles nur mehr mit dem Computer und mit digitalen Medien, sondern ich ermögliche den Kindern neue Zugänge. Ich biete ihnen neue Möglichkeiten, das Erlernte umzusetzen und da ist ein Beispiel dafür GeoGebra. Also ich bin nicht der Meinung, dass Kinder keine Umkreise mehr im Heft zeichnen sollten. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass nur mehr Umkreise im Heft zeichnen sollten, sondern die Schönheit der Mathematik auch mit GeoGebra zum Beispiel leben sollten. Schlussendlich ist ja der Autor von GeoGebra auch ein Österreicher. Arbeitsweltargument. Ja, wie war das vom Herrn Leitl? Österreich ist abgesandelt. Da gibt es verschiedene Studien. Im Wesentlichen ist immer so, dass Österreich immer noch bei den reichsten Ländern der Welt mit dabei ist. Also bei dieser Studie, die ich hier zitiere, aus dem Jahr 2012 sind wir an 16. Stelle. Also wir gehören zu den reichsten Ländern der Welt. Und diesen Reichtum, der basiert nicht auf Bodenschätzen, so wie es da zum Beispiel an erster Stelle ist in Norwegen. Also nicht an dem Gold, das wir gewinnen in Rauris. Und das ist der Hintergrund zu dem Foto, das war beim Goldwaschen in Rauris, wo es Gold vorher hineingeben wird, damit man überhaupt was findet. Und es sind auch nicht die Erdölfunde im Weinviertel, die uns so reich machen, sondern das ist einzig und allein Bildung und Brainpower. Und darum müssen wir in diesen Bereich investieren. Und das wäre auch so mein Wunsch an die Politik, dass man hier in Bildung weiter investiert und ganz besonders in den Bereich MINT. Also die Berufe der Zukunft sind ganz wesentlich Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und das zeichnet sich ab und ist bekannt. Man könnte natürlich auch sagen, okay, schauen wir, dass wir nicht die Reichsten sind weltweit, sondern die Glücklichsten. Das wäre dann diese Liste.
Da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, Vanuatu war bis in den 60er Jahren Kannibalismus verbreitet und ja, Kolumbien. Was ich persönlich sehr wichtig finde, und das jetzt zur nächsten Folie und zur zweiten Geschichte zum John Hattie, das Reflexionsargument. Also wir als Lehrer sind unglaubliche Fortbilder. Wir sind sehr, sehr wichtig in unseren Handeln und Denken. Wenn wir zum einen digitale Medien unkritisch einsetzen, dann hat das Folgen. Und wenn wir digitale Medien aus einer Fortschrittsangst einfach nur ablehnen, dann hat das auch Folgen. Und damit komme ich zum John Hattie. Der ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Er hat es geschafft, in jahrelanger Arbeit viele, viele Studien zusammenzutragen und aus 14.000 Einzelstudien zu lernen und 800 Metastudien zu lernen, einen Extrakt zu ziehen und hier die wesentlichen Merkmale, was Lernen denn beeinflusst, herauszuarbeiten. Und das war eigentlich sehr interessant. Es sind wenig strukturelle Faktoren, die das beeinflussen. Das heißt, also, es war nicht so sehr ausschlaggebend, wie groß die Klasse ist, wie die Teilung erfolgt, ob das jetzt eine Längsschnittklasse ist, also eine Mehrstufenklasse oder anderes. Es war nicht so sehr entscheidend die Fachkompetenz interessanterweise des Lehrers. Es war nicht nur der Einsatz der digitalen Medien, also nur digitale Medien einzusetzen, hat den Unterricht nicht besser gemacht, sondern das Entscheidende, was am meisten den Unterricht beeinflusst hat, war die Interaktion zwischen Lehrer und Schüler. Ja. Und darum finde ich, dass es so wichtig ist, dieses Reflexionsargument. So wie wir handeln, so werden auch unsere Kinder später handeln und werden entweder zu Mathematikfeinden und Technikfeinden oder andererseits zu Leuten, die das gerne erforschen und erfassen. Das heißt also, alles, was hier mit so einem Endismus, Psychopathologismus oder so zu tun hat, das gehört einfach abgelehnt. Man muss die digitalen Medien einsetzen, man soll kritisch damit umgehen, man soll sie aber auch nicht blind verdammen. Und das kommt hier bei John Hattie eigentlich sehr gut heraus. So, vernetzt. Das ist der Tech-Hype-Cycle, der zeigt immer an, was gerade so ein bisschen hyped bei den Technologien. Und Sie sehen, das ist sehr dicht besetzt. Also oben an der Spitze, was so an dem Peak oben ist, das ist immer die Technologie, die gerade am meisten hyped. Und dann geht es so hinunter in dieses Tal der Tränen und da kommt dann die Stunde der Wahrheit, wo man sieht, setzt sich das jetzt durch und kommt in die Produktionsphase, Gottes Willen, oder bricht es nach unten aus. Zum Beispiel Internet über Strom ist weggebrochen. Ganz oben auf der Tech-Hype-Cycle ist das 3D-Printing momentan, also sehr spannende Technologie, die wir auch in der Schule noch verfolgen sollten. Also viele, viele Technologien, die auf uns hier einströmen. Gleichzeitig verhält sich die Schule dazu so wie ein bisschen eine virtuelle Realität. Das hängt natürlich damit zusammen, mit dem Facility Management, ständig muss ich die Geräte austauschen. Ich muss neue Kompetenzen erwerben und ich erlebe einen scheinbaren Kompetenzverlust. Plötzlich können die Schüler mehr als ich. Ja, und ich stehe daneben. Und ich habe jetzt ganz bewusst dazu geschrieben, es ist ein scheinbarer Kompetenzverlust. Ja. Also dieses Abgeben an Kontrolle, das fällt manchen Lehrerinnen und Lehrern sehr schwer. Dabei wird hier das Lernen gefördert werden. Jetzt haben wir gesagt, naja, wenn man Fortbildung durchführt, dann brauche ich ein Ziel, was muss ein Lehrer können? Und ich brauche eine Ausgangsbasis, was kann ein Lehrer? Und nur so kann ich definieren, wie komme ich von einer Ausgangsbasis zu einem Ziel. Im Zusammenhang mit den digitalen Medien haben wir von der Pädagogischen Hochschulen Österreichs von der E-Learning-Strategiegruppe das Weißbuch zusammengefasst, wo das jetzt sehr gut präsentiert ist, welche Kompetenzen muss ein Lehrer zusammenbringen, was muss er beherrschen im Zusammenhang mit digitalen Kompetenzen. Das finden Sie auch dann in den Sammelband, den Sie bekommen haben. Und dann gibt es eine Ausgangsbasis, also was können die Lehrer eigentlich? Und dazu haben wir den DigiCheck programmiert. Dahinter ist diese Theorie vom TPEC, das heißt also, Lehrer müssen die Technik beherrschen, sie müssen das pädagogische Wissen beherrschen und sie müssen den Inhalt beherrschen, das Anwendungswissen. Ich mag es jetzt ganz schnell, nur wichtig ist, bei technischem Wissen ist nicht gemeint, dass er eine Grafikkarte einbauen kann oder so irgendwas, sondern technisches Wissen heißt, er kann umgehen mit E-Learning-Plattformen, mit E-Portfolio-Software, kann mit fachspezifischen Programmen und so weiter umgehen.
Und so sind auch die Fragen konzipiert worden. Also Inhalt, Technik, Didaktik. Und dann war die Erkenntnis, und das ist aus dem Elsevier-Netzwerk herausgekommen, die Schulen, die sie vernetzen, da funktioniert es besser und dort kommt das Ganze auch besser an. Und darum war die Ergänzung zu TPEC dann der Bereich der Vernetzung. So, und jetzt zu dem, auf das viele gewartet haben. Der DigiCheck ist jetzt ein Jahr gelaufen. Das ist also so ein Selbsteinschätzungstool für Lehrende. Damit haben die Schulen dann auch gleich eine Möglichkeit, dass sie ihre Kompetenzen der Lehrer eine Übersicht bekommen. Es ist keine Überprüfung, sondern Selbsteinschätzungstest. Und darauf können sie dann Fortbildungen planen. Und da kommt genau das heraus, was ich vorher gesagt habe. Also die Anwendungskompetenzen, da sehen Sie, die Glockenkurve ist weit oben. Dagegen bei den pädagogischen Kompetenzen hängen wir weit zurück. Sie sehen es hier vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher. Also Anwendungskompetenzen, technische Vernetzung ist weit oben und die pädagogische ist da weit zurück. Und das war jetzt die Frage nach dem Alter, nach dem Dienstalter. Und auch hier sehen Sie, da gibt es auch keinen signifikanten Unterschied. Also es stimmt schon das, dass die Anwendungskompetenzen im Alter nicht mehr oder weniger werden. Ist die Streuung zwar ein bisschen geringer bei den Studierenden, aber im Wesentlichen ist gleich. So, was sind meine Schlüsse? Wenn Sie Ihr Konferenzzimmer vor Augen haben und an schulische Innovation denken, und da danke ich jetzt dem Mario Greiger für dieses Bild, das ist aus seiner Dissertation, ich habe gesagt, ich lese seit 100 Seiten vor von seiner Dissertation, aber dann doch nicht. Also, Ihr Konferenzzimmer können Sie vergleichen mit einem Bleistift. Da gibt es die Early Adopters, das sind die, die immer vorne mit dabei sind, die immer das Neueste ausprobieren, die Windows 8 schon wieder gelöscht haben und Windows 8.1 testen, die neuesten Tablets verwenden und alles das auch im Unterricht einsetzen. Eine sehr, sehr spannende Tätigkeit, und das sind Sie hier alle, die da in den Ferien da sitzen, ihr seid alle diese Early Adopters. Andererseits ist das natürlich auch eine Position, wo man leicht knicken kann, weil man natürlich auch Irrwege gehen kann und auch etwas Falsches, Second World zum Beispiel oder so und so weiter, verfolgen kann. Also die immer vorne mit dabei sind. Dann gibt es die sogenannten Sharp Ones, das ist diese zweite Stelle. Die kennen Sie vielleicht auch, die beobachten sehr genau, was die Early Adopters da so anstellen und übernehmen das Beste von denen und setzen sie im Unterricht ein. Um diese zwei Bereiche der Lehrer brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die kommen freiwillig zur Fortbildung, im August nach Kärnten. Die sind immer mit dabei, die bilden sich selbst fort. Ja? Und die saugen das auf. Die sind aber unglaublich wichtig für die Schulen, weil sie einen großen multiplikatorischen Effekt haben. Wenn wir wirklich kein Kind ohne digitale Kompetenzen haben wollen, dann müssen wir daran denken, der Bleistift besteht aus einem großen Teil auch aus Holz. Das sind, wenn Sie das vergleichen wollen, Lehrer und Lehrerinnen, die nicht von selber aus motiviert sind, digitale Medien einzusetzen, aber wenn man denen das Hölzl wirft, also gute Argumente gibt und überzeugt und die richtigen Argumente gibt, dann springen die sehr wohl auf den Zug auf. Und wenn wir die Lufthoheit über den Konferenzzimmertischen haben wollen, dann müssen wir diese Leute überzeugen. Ja, Sie kennen das, Sie kennen am Bleistift spitzen, irgendwann einmal ist aus. Das heißt also, Totholz ist ein bisschen ein grauslicher Begriff, aber Sie wissen, glaube ich, was ich meine. Ja, also warum die Rechtschreibreform noch setzen, habe nicht mehr 20 Jahre Arbeit oder so. Und die sind wirklich die Gefährlichen. Haben wir die letzten 30 Jahre so gemacht. Warum jetzt plötzlich anders? Okay. Also erste Schlussfolgerung, wir müssen uns um diesen Mittelbau kümmern. Das zweite, wir müssen uns um die didaktische Kompetenz kümmern. Die Anwendungskompetenz schaut gar nicht so schlecht aus bei den Lehrenden, aber wir müssen alle Fortbildungen forcieren, wo es um didaktische Kompetenz geht. Das heißt also ganz konkret eBuddy, ePICT, Lehrgänge mit Online-Phasen und Präsenzphasen, wo man wirklich einen Paradigmenwechsel reinbringen kann. Wir müssen trotzdem aber auch nicht vergessen, dass wir die Early Adopters und die Sharp Ones auch denen ein Angebot machen. Die digitale Schwelle. Das heißt also, die Leute davon überzeugen, dass sie es einsetzen. Da gibt es ein sehr gutes Projekt, die Medienfundgrube, medienfundgrube.at.
3-Minuten-Videos zu kleinen Tools, wie man es in Unterricht einsetzen kann. Das würde ich empfehlen. Der Martin Frastadt glaubt, der gibt jetzt 40 Minuten nur Web-Tipps. Also der eine jetzt, ja. Also Medienfundgruppe, und da finden Sie viele, viele Möglichkeiten, wie man das einsetzt. Die Technikfallen. Also es bringt nichts, wenn man nur, also wir hätten nichts gegen eine Computermilliarde, aber die Computermilliarde alleine würde nicht die Lösung der Probleme sein. Das heißt also, nur Kasteln reinstellen und darauf hoffen, dass jetzt auch der Unterricht besser wird, das wird es nicht spielen. Nur eine interaktive Tafel montieren statt der grünen Tafel und darauf hoffen, dass der Unterricht besser wird, das ist es nicht. Es ist immer der falsche Zeitpunkt zum Investieren. Also wenn Sie ein Gerät kaufen, dann ist es sowieso schon veraltet. Also wenn Sie sagen, na, ich warte noch ein bisschen, weil dann wird es gescheiter, Sie werden ewig warten. Und was ich hier noch ein bisschen angedeutet habe, das wird jetzt noch so richtig spannend, die ganze Geschichte, weil bisher haben wir investiert in Computer und haben die Computer ausgetauscht. Jetzt plötzlich wird dieses Segment sehr viel breiter. Ich habe Computer zum produktiven Arbeiten, ich habe Tablets, wo ich mehr konsumieren kann, und das Ganze verbreitert sich. Oder was vielen vielleicht nicht bekannt sein wird, dieser Stift, der da unten ist, Hans Magnus Enzensberg habe ich schon kurz zitiert, ist ein ganz normaler Stift, mit dem ich auf normalem Papier schreibe. Gleichzeitig zeichnet er aber auf den Vortrag des Lehrers, und wenn ich das dann nachher, wird über WLAN synchronisiert und kann man nachher am Computer anschauen, und genau dort, wo ich meine Skriptum-Aufzeichnung habe, kann ich dann auch nachhören. Das wird an den Unis bald kommen. Wie werden wir uns an der Schule verhalten, wenn Schüler damit kommen und den Vortrag aufzeichnen? Wie werden wir uns verhalten, wenn die Google Glasses in die Schule kommen? Die Glassholes, der neue Begriff, also die Beta-Tester in Kalifornien, nennt man die Glassholes. Ja, und 3D-Druck zum Beispiel ist nicht mehr kostspielig. Ein Eigenbau-3D-Drucker kostet 500 Euro und ein Out-of-the-Box-3D-Drucker kostet 1000 Euro. Ich kann damit ganze Städte ausdrucken, kann in geometrisch zeichnen, Städte konstruieren und ausdrucken, so wie es der Schweizer Kollege zum Beispiel gemacht hat. Also unglaubliche Anschaulichkeit, die hier möglich ist. Ein Aufruf an euch, bleibt kritisch. Angeblich sagt mir dass Stephen Johnson, ist mehr Wissenschaftlichkeit drinnen in diesem Buch als in den anderen. Ja, und die Frage, die meiner Meinung nach, ist auch eine sehr persönliche Meinung, die man klären sollte, ist das jetzt eine Fachkompetenz, ist es eine überfachliche Kompetenz oder ist es beides? Also ganz gezielt jetzt für die Sekundarstufe 1. Ich glaube, dass in der Volksschule nicht viel Sinn macht, einen eigenen Gegenstand Informatik anzubieten, weil wir hier sowieso sehr viele Flächenfächer haben oder das Flächenfach Gesamtunterricht. In der Sekundarstufe 2 haben wir auch kein großes Problem. In der Sekundarstufe 1 haben wir ein Unterrichtsprinzip Medienerziehung und wir haben eine unverbindliche Übung mit einer Stunde in der fünften Schulstufe. Jetzt haben Sie vorher meine Argumente gesehen und wie tiefgreifend die Veränderung ist. Eine Unterrichtseinheit, unverbindliche Übung, also wer gehen möchte. Ich habe einmal bei einer anderen Stelle gesagt, ein Unterrichtsprinzip Medienerziehung, das ist so dieser Paris-Hilton-Effekt. Schön zum Anschauen und ohne Effekt. Gegenstand digitale Medien, das könnte jetzt das Gegenteil davon sein. Ich würde es gerne nennen, den Peter Michiots-Effekt, als den Kustoden schlechthin, den besten bekannten Kustoden schlechthin. Das heißt also, ja, es gibt eh den Gegenstand Medienerziehung und der macht dann eh alles und das ist dann erledigt. Also Peter Michiots hat es ja nicht gedacht, dass er gleichzeitig mit der Paris Hilton genannt wird. Ja. Das wäre mein Wunsch, dass wir darüber nachdenken, ob wir nicht doch einen Gegenstand digitale Medienbildung brauchen in der Sekundarstufe 1, ob das nicht auch mehr informatische Inhalte beinhalten sollte. Informatische Inhalte, die aber nicht bei Logo und GW-Basic stehen geblieben sind, sondern die man mit visuellen Programmiersprachen umsetzt, wie Scratch. Algorithmen sollte kein völliges Fremdwort sein, wenn man weiß, dass zwischen 8 und 18 Prozent unserer Arbeitnehmer in informationstechnischen Berufen sind. Und das hat Auswirkungen über den Gegenstand hinaus. Manche Leute können Mails nicht formulieren und man weiß nicht, wo vorne und hinten ist und wie die Argumentation folgt. Da bin ich manchmal wirklich geneigt, dass ich nochmal Scratch zeige und sage, so ist der Ablauf und so kannst du das strukturieren. Also ich glaube, dass wir hier sehr viel Wirkungen darüber hinaus haben. So, also das ist meine Forderung. Ich habe dazu auch eine Übersetzung, wenn Sie es besser verstehen. Einmal geht es noch. Nein, Forderung ist keine mehr.
ein Wunsch. Vielleicht auch, dass man darüber nachdenkt. Und es ist auch nur ein vorläufiger Wunsch, solange es halt nur Fächer gibt. Es könnte auch sein, dass wir einmal eine Unterrichtsorganisation haben ohne Fächer. Ich bin über der Zeit. Barbara schaut schon ganz böse. Sokrates des Lesens bitte selber. Ja. Nein, ganz kurz erklärt, also Teut kommt zum König Thamus und sagt ihm, er hat die Schrift erfunden, welche Vorteile das hat. Und König Thamus antwortet darauf, aber deine Merkfähigkeit wird darunter leiden und das hat doch alles Nachteile. Also bleibt kritisch, seid weder Thamus noch Teut. Und ich danke sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Applaus